Mein Schlafzimmer ist Richtung Süden und ich habe das Fenster offen, Gott sei Dank kann ich es noch. Ungefähr um 5:30, 6 oder sowas wird es dann laut. Das heißt, dieses Stadtgeräusch kommt dann um 6 herum und dann ist das eigentlich, man kann schon schlafen, aber es wird, man merkt einfach, dass der Verkehr beginnt. Wenn ich ganz generell zum Südring, was ich jetzt schon über 20 Jahre dort bin, bemerken darf, der Mensch ist irgendwo ein Gewohnheitstier. Und wenn ich komme aus dem Land, wenn ich heimfahre und dort übernachte, dann habe ich Schwierigkeiten einzuschlafen, weil es so ruhig ist. Ist so, ja. Das ist die Anekdote aus dem Südring heraus und wenn es eine Verbesserung gäbe, Zukunft, frage mich nicht, wie es ausschauen wird, dann hoffe ich, dass es einigermaßen eine Lösung gibt. Da war also der heutige Südring, da waren Linden. Die Straßenbahn ist auf der Seite gefahren und es hat noch Linden geduftet. In den Anfang der 50er Jahre haben die Ritter der Sängerknaben noch den Dreikönigseinzug gestaltet. Zu Pferde sind die Könige geritten, waren noch in der Besatzungszeit. Und gerade wie der König Kaspar der Schwarze unten durch ist, durch die Unterführung ist oben der Zug drüber gefahren. Das Pferd ist natürlich mit allen Vieren in die Luft gegangen, die Krone des Königs ist irgendwo im Staub liegt. Und der Pferdeführer hat alle Kräfte gebraucht, um das Pferd zu bändigen. Das war damals noch der Südring.